Das ist Folge 247. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um 5 Dinge, die du von Gesundheitsprofi Dr. Jana Scharfenberg lernen kannst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du am besten startest. Zweitens, warum du öfter in dich hineinhorchen solltest. Und drittens, wieso es keine Konkurrenz gibt. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist raikhane.de/247 oder verlinke mich bei Social Media @raikhane und lass mich wissen, was du über das Thema denkst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Seit kurzer Zeit mache ich regelmäßig auch Videos zu Unternehmerthemen. Ich teile diese mit dir, um dir mehr Techniken und Werkzeuge auch 1:1 an die Hand zu geben, die vielleicht noch nicht so im Podcast vorkommen sind. Du willst mich also auch face-to-face erleben? Dann folge mir bei Facebook, Instagram und vor allem auch bei YouTube unter meinem Namen, Raik Hane. Dort bekommst du in gewohnt kurzer und knackiger Form Videoinhalte, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Verknüpfe dich mit mir bei Facebook, Instagram oder YouTube oder nutze die Links in den Shownotes. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. In dem Unternehmerwissen-Format Smart bekommst du immer die 5 wesentlichen Punkte von einem Unternehmer auf dem Silbertablett serviert. Heute sind es die 5 wesentlichen Punkte von Gesundheitsprofi Dr. Jana Scharfenberg. Du kennst sie bereits aus der Folge 236, wo sie dir gezeigt hat, warum es wichtig ist, dass du dir Zeit für deine Gesundheit nimmst. Und jetzt ist die Frage, was kannst du von Jana lernen? Liebe Jana, wir hatten eben gerade schon das lange 15-Minuten-Interview zusammen und jetzt haben wir uns gerade ein bisschen drüber unterhalten. Wenn jetzt ein Unternehmer zu dir vorbeikommt, ja, hat sein signiertes Buch von dir jetzt schon in der Hand und sagt, Mensch, was sind denn so die 5 wesentlichen Punkte, so deine 5 Unternehmerwahrheiten? Was würdest du dem Unternehmer an dieser Stelle weitergeben? Ja, da gibt es natürlich ein paar ganz wichtige Punkte und ich versuche das auch mal sehr ganzheitlich zu sehen, also wirklich die verschiedenen Gesundheitsaspekte sozusagen auch ins Unternehmen zu integrieren. Und ich glaube, Punkt Nummer 1, der uns ja häufig sehr viel Energie raubt, ist, dass ich wirklich keinen Platz für Zweifel lasse. Also ich suche mir nicht die Erlaubnis irgendwo von außen, dass ich was Neues umsetzen darf oder kann und ob ich da vielleicht auch gut genug für bin, sondern ich gehe da wirklich mit diesem schönen Wort just do it, einfach umsetzen, einfach machen. Das ist so mein allererster Punkt, dass wir uns da nicht aufhalten lassen durch diese inneren Hürden und dem auch gar keinen Raum geben, ja, weil das kostet einfach nur Zeit und in der Zeit können wir einfach schon mal ausprobieren, ob es klappt. Ja. Punkt Nummer 2, den ich da gleich anschließen kann, ist, dass ich ganz, ganz wichtig finde, diese innere Haltung zu haben, dass es eigentlich keine Fehler per se gibt. Wir machen keine Fehler. Fehler werden immer so negativ gesehen. Dabei sind Fehler eigentlich nichts anderes als Lernmöglichkeiten. Also wenn wir eine Sache umsetzen, entweder wir sind da drin erfolgreich und es hat gut funktioniert oder es hat nicht gut funktioniert, dann können wir das als Chance wahrnehmen und das genau analysieren und gucken, wie wir es besser machen können. Ja. Das sind eigentlich so die ersten 2 wichtigen Punkte, die ich für mich verinnerlicht habe in den letzten Jahren. Punkt Nummer 3, den ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir tatsächlich so dieses Yin- und Yang-Prinzip miteinander kombinieren. Also Yang ist ja so dieses sehr kraftvolle, nach außen gehende, ne, ins Tun kommen, eine Struktur haben, Businessplan haben, genau wissen, wie man was macht. Das ist sozusagen diese männliche Kraft, die wir ja alle in uns tragen. Und das Weibliche ist dann eher das Yin. Das ist, dass wir auch mit der Intuition daran gehen, dass wir auch mal nach innen hören, ist das jetzt stimmig, passt das für mich, ist diese Kooperation, auch wenn es jetzt auch nach außen hin sehr lukrativ aussieht, aber ist die für mich mit meinen Werten vereinbar, funktioniert das und auch mal Dinge sich entwickeln lassen, Dinge kreieren und erschaffen. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Energien oder diese Gegenpole, das hat nichts mit Mann und Frau per se zu tun, sondern es sind einfach diese beiden Energien, die wir in uns tragen. Wenn wir beides zulassen und weder zu sehr in dem einen sind, wenn wir zu sehr in diesem männlichen unterwegs sind, dann machen wir und machen, 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 ja, und können gar nicht für uns fühlen, ob das auch überhaupt sich gut anfühlt und ob das passt. Und wenn wir sehr in dem weiblichen sind, dann ja, dann fühlen wir viel, viel, probieren viel aus, aber haben keinen Plan. Aber wenn wir das beides miteinander vereinen können, dann ist es wunderbar, denn dann kann da wirklich Großes entstehen und dann kommen wir auch in diesen sogenannten Flow. Ja.
Das nächste, was ich total wichtig finde, ist, dass wir wegkommen von diesem Konkurrenzgedanken. Also ich per se versuche für mich in niemanden, auch wenn er ähnliche Arbeit macht, Konkurrenz zu sehen. Denn jeder ist einfach einzigartig in seinem Angebot, in dem, was er nach draußen trägt, auch wie er das kommuniziert. Und jeder zieht für sich dann das Klientel an, was für ihn passend ist. Und das andere ist dann für jemand anders da. Es ist genug für alle sozusagen da. Ja. Und wenn wir da immer in der Konkurrenz denken, dann halten wir uns selber damit auch klein und gehen sehr in dieses Mangeldenken, anstatt zu sagen, hey, es ist alles für allen da, ist doch schön, wenn ich andere unterstützen kann. Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt, der sich für mich einfach in den letzten Jahren immer wieder bewährt hat, wenn ich neue Dienstleistungen, Angebote, Kurse entwickle, dass ich wirklich in der Präsenz bin mit meinen Kunden. Also, dass ich wirklich schaue, was brauchen die? Mhm. Ja, dass ich zuhöre und eigentlich aus dem, was meine Kunden brauchen, dann ein neues Angebot entwickle. Ja, und nicht, wie wir es häufig machen, dass wir zu Hause sitzen und denken, Mensch, das wäre super, das gibt's noch nicht auf dem Markt, jetzt mache ich mal so einen Online-Kurs oder ich mache mal so ein Coaching-Programm, das kommt sicher toll an, weil das müsste doch jeden interessieren, ja? Ja. Dann gehen wir sozusagen in diese Haltung, dass wir für andere wissen, was sie brauchen. Wenn wir aber das nutzen, dass wir unser Klientel wirklich fragen oder sehr feinfühlig zuhören, was braucht ihr eigentlich und daraus dann was Neues entwickeln, dann kann das wirklich sehr, sehr erfolgreich werden. Ja. Vor allem schön zusammengefasst, wie du es gerade sagst, dass man alle diese Punkte miteinander verbindet, sich da aus jedem Einzelnen auch ein bisschen was rausnimmt. Und egal, ob es jetzt im Gesundheitlichen ist, ob es im Privaten ist oder halt auch im Beruflichen, diese Aspekte spielen überall rein. Also sehr, sehr wertvoll und natürlich auch absolut zur Umsetzung empfohlen, das Ganze auch einfach mal ausprobieren, welcher Punkt für einen am besten funktioniert oder welche zwei, drei, vier da auch wirklich in dem Alltag regelmäßig Platz finden können. Herna, vielen, vielen Dank, dass du deine 5 Unternehmerweiten mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de/247. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de/podcast. Und wenn du mir bei Facebook und Instagram folgst, kannst du von dort aus ganz leicht die Folge mit deinen Freunden teilen. Ganz wichtig, wenn die Folge dich wirklich begeistert hat, dann schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.